Alle Zeit nur Bosheit in den Herzen. 1. Mose, Kapitel 6, Verse 5 und 6. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Als Noah auf Gottes Anweisungen die Arche baute, wurde er und seine Familie vermutlich zum Gespött seiner Zeitgenossen. Die waren in allem Dichten und Trachten voller Bosheit. 1. Mose 6,5. Allein Noahs familiäre Linie war in Gottes Augen ohne Tadel, in dem Fall ohne Vermischung, was ich noch behandeln werde im weiteren Verlauf. Noah hatte das Zeugnis, laut 1. Mose 6,9, mit Gott zu wandeln. Ohne Tadel zu sein bedeutet hier sicherlich nicht, ohne Sünde zu sein, denn es gab und gibt keinen Menschen außer dem Mensch Jesus Christus, der nicht unverständig abgewichen, verdorben und ungerecht vor Gott ist und sein kann. Römer 3,9-12. Noah war also zu seiner Zeit und in seinem Umfeld und im Vergleich mit allen anderen damaligen Menschen ein frommer Mann. Über ihn und seine Familie erbarmte sich Gott. Die grundsätzlichen positiven Absichten Gottes mit den Menschen standen nicht in Gefahr, aber Gott reagierte auf die Umstände und er veränderte seine Haltung. Sicherlich, um uns Menschen dadurch etwas deutlich zu machen. Gott ist heilig und Gott muss auf Sünde reagieren. Dass den Menschen seiner Zeit das Zeugnis von höchster Autorität gegeben wurde, nämlich in ihren Herzen alle Zeit nur böse zu sein, ist in der Tat eine der stärksten und klarsten und ernüchterndsten Aussagen über die sündige Natur des Menschen. Und das fängt schon in den Gedanken an. Es sind nicht die Umstände, die einen Menschen böse machen. In Jakobus Kapitel 1, Verse 13 bis 15 steht: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Menschen zu Noahs Zeiten waren außerordentlich böse. Die Sünde betrübte Gott, der heilig ist. Epheser 4,30. Weil sie dachten, dass sie niemand in ihrer Bosheit bremsen konnte, sündigten sie umso mehr. Auch das bestätigt die Bibel in Prediger 8,11, wo steht: Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. John MacArthur schreibt in seiner Studienbibel: Damit niemand meint, Noah sei allein aufgrund seiner guten Werke verschont worden, erklärt Gott, dass Noah an Gott glaubte als Schöpfer, Herrscher und einziger Retter von Sünde. Er fand Gnade bei Gott, weil er sich demütigte und Gnade suchte. Er war zudem gehorsam. Der Grund für die große Bosheit zu damaliger Zeit lag auch in unseligen Vermischungen, die Gott nicht wollte, von himmlischen mit irdischen Wesen. Es spricht einiges dafür, dass diese Engelwesen, Dämonen, verbotenerweise Besitz von Menschen genommen haben, um so den Frauen beiwohnen zu können. Es gab also Engelwesen, Gottes Söhne, die ihre himmlische Behausung verbotenerweise verließen, um auf Erden mit den menschlichen Frauen Kinder zu zeugen. Und das lesen wir in 1. Mose 6,4. Da steht: Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen,
um sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Das Wort Riesen heißt im Hebräischen Nephilim und das bedeutet einfach Gefallene. Auch in Judas Verse 5 bis 7 wird das mit den gefallenen Engeln und der Konsequenz für sie sowie die Bosheit der Menschen thematisiert. Da steht: Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Der Ungehorsam vieler Engel wurde dann auch zum Ungehorsam, zur Bosheit der Menschen und ihrer ganzen familiären Linien, solchen, die Kontakt mit den ungehorsamen Engeln hatten, außer, wie erwähnt, Noahs Familie, die davor bewahrt blieb. Gott hatte dann irgendwann genug und schickte die Sintflut. 1. Mose 6,13. Nun gibt es einen geschichtlich-geistlichen Zusammenhang zwischen dem, was Gott dem Noah mit dem Bau der Arche gebot und dem, was Gott mit dem biblischen Evangelium von Jesus Christus bezweckte, nämlich unsere Errettung und Erlösung. Und das war von Anfang an Gottes Plan und sein Wille. In 1. Petrus Kapitel 3, 19 bis 22 steht: In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Taufe geht sicherlich zuerst der Glaube voraus. Die Taufe allein rettet niemanden, Markus 16,16. Nach jüdischer Überlieferung werden die Engel, die sich durch den Verkehr mit Menschenfrauen vergangen haben, zur Strafe im Inneren der Erde gefangen gehalten. Auch hier wird Gott nach seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit reagieren, wenn die Zeit gekommen ist. Ich glaube, Gott geht ebenso wie mit den Menschen auch mit den Engeln ganz unterschiedlich um. Ebenso wie es Kinder des Teufels gibt, 1. Johannes 3,10, gibt es auch Engel des Teufels und Engel Gottes. Und wie es Kinder Gottes gibt, die fehlerhaft sind, gibt es auch Gottes Söhne, die ungehorsam waren. Gott wird mit jedem gerecht umgehen. Wer nicht verführt wurde, mit dem geht Gott auch anders um. Nichts geschah und geschieht zufällig und ohne geistlichen und praktischen Zusammenhang. Alles hat eine tiefe heilsgeschichtliche Bedeutung, auch im Leben heutiger Christen. In 1. Petrus 4, Vers 6 heißt es: Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. William MacDonald schreibt hierzu: Wir verstehen diesen Vers so, dass er sich auf Menschen bezieht, denen das Evangelium gepredigt wurde, als sie noch auf Erden lebten und die dem Herrn glaubten. Wegen ihres tapferen Einstehens für die Wahrheit litten sie von den Händen böser Menschen und in einigen Fällen wurden sie sogar zu Märtyrern. Diese Gläubigen, obwohl sie den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet oder verurteilt worden sind, wurden von Gott gerechtfertigt.
Sie genießen nun das ewige Leben bei ihm. Sie waren nicht tot, als ihnen das Evangelium gepredigt wurde, doch sie sind jetzt leiblich tot. Obwohl die Menschen sie verfolgt hielten, hat Gott ihnen die Ehre gegeben und sie leben nun im Himmel. Die Predigt des Evangeliums hat zwei Auswirkungen auf die Menschen, die glauben. Sie ziehen sich das Missfallen der Menschen und das Wohlwollen Gottes zu. Und das ist ja heute nicht anders. Auch den Menschen zu Noahs Zeiten musste klar sein, dass es einen Gott gibt. In 1. Petrus 3, 18 bis 22 steht: Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Hierzu noch einmal William MacDonald. Er ist hingegangen und hat gepredigt. Wie schon erwähnt, war es letztlich Christus, der predigte, doch er predigte durch Noah. In 2. Petrus 2,5 wird Noah als Prediger der Gerechtigkeit beschrieben. Es handelt sich dabei um dieselbe Wortwurzel, die hier für Christi Predigt benutzt wird. Den Geistern, die jetzt im Gefängnis sind, dies waren die Menschen, denen Noah predigte. Lebendige Männer und Frauen, die die Warnung vor der kommenden Flut hörten und die Verheißung der Rettung durch die Arche. Sie lehnten die Botschaft ab und ertranken in der Flut. Sie sind jetzt körperlose Geister im Gefängnis und erwarten das Endgericht. Deshalb kann man diesen Vers wie folgt umschreiben: In diesem, dem Heiligen Geist, ist er, Christus, hingegangen und hat durch Noah den Geistern, die jetzt im Gefängnis sind, gepredigt. Doch welches Recht haben wir anzunehmen, dass die Geister im Gefängnis zur Zeit Noahs lebten? Die Antwort findet sich im folgenden Vers. Hier werden die Geister im Gefängnis ausdrücklich genannt. Wer waren sie? Solche, die einst ungehorsam waren. Wann waren sie ungehorsam? Als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Was war das Ergebnis? Nur wenige, das sind 8 Seelen, sind durchs Wasser hindurch errettet worden. Und auch die Bibel redet von einer kleinen Schar von Menschen, die letztlich gerettet werden. Das ist einerseits bedauerlich, aber andererseits für uns, die wir gläubig sein dürfen, ein großer Segen und ein echtes Privileg, dass wir tatsächlich gläubig sein dürfen, gerettet sind durch das Blut Jesu Christi. Und es ist für uns auch Grund genug und Motivation, diese Botschaft auch weiterzugeben, auch wenn wir vielleicht Ablehnung erfahren oder nicht wissen, was dieses Evangelium in den Menschenherzen bewirkt. Wichtig ist, dass wir diese Botschaft weitergeben, in Wort und Tat, und dann einfach auch es dem Geist Gottes überlassen, was daraus geschehen wird. Vielleicht werden wir eines Tages im Himmel erstaunt sein, was unser Dienst, unser Zeugnis, unsere Worte, unsere guten Taten bewirkten und was das für Wellen geschlagen hat, wenn wir einfach auch bei Gelegenheit Zeugnis unserer Hoffnung gegeben haben und geben konnten. Gott wird das segnen, sein Wort kommt nicht leer zurück, auch wenn wir das nicht immer sehen und mitbekommen und wir manchmal einfach auch vielleicht enttäuscht sind, dass unsere Arbeit, unser Mühen irgendwie nicht so richtig bei den Leuten ankommt. Aber das ist vielleicht auch manchmal falsch gedacht und es ist ganz anders und es wird
mehr daraus entstehen, als wir uns jetzt noch vorstellen können. Gott segne euch, er behüte und bewahre euch, er stärke euch an Körper, Geist und Seele und sei euch nahe. Amen.